Wir sind wieder zurück bei Assassin's Creed Unity, Dead Kings, und wir folgen immer noch Leon raus aus der Plündererhöhle und mal schauen, was jetzt passiert. Haben wir etwa endlich den Ausgang gefunden? Warum lasst ihr jemanden wie Rose nach dem Tempel suchen? Unsere Ziele lassen ihn völlig kalt. Ich an eurer Stelle würde mich nicht mit ihm treibt Ratten an. Nahrung, natürlich. Ah, ihr sprecht ihren Eigennutz an. Aber ihr habt euch verrechnet. Eure Leute sind tot. Ich kenne das menschliche Tier. Was es fürchtet, was es mag. Ist Rose ein schlechter Mann? Ohne Zweifel. Aber ich, Napoleon, kontrolliere ihn und verwandle ihn in etwas Gutes für Frankreich. Die Menschen werden ihre Freiheit gerne aufgeben, solange sie die Hoffnung haben, an die Spitze zu gelangen. Mit dem Artefakt aus dem Tempel bringe ich ihnen die Illusion der Hoffnung. Und uns führe ich zum Ruhm. Wir müssen ihn stoppen und das Volk von Frankreich retten. Es zu retten verzögert nur das Unvermeidliche. Was hast du denn plötzlich? Du bringst dich für nichts und wieder nichts in Gefahr, kleiner Mann. Wenn du es nicht tust, mache ich es! Stopp! Leon, komm zurück! Ach, Leon. Wo bist du? Was für ein kleiner Idiot ist das eigentlich? Als ob nicht andere schon probiert hätten, Napoleon aufzuhalten oder allgemein Frankreich zu retten. Ich meine, okay, es ist ein Kind, aber er ist doch nicht der Einzige, jetzt mal ernsthaft. So viel Verständnis muss man doch in dem Alter wenigstens ein bisschen haben. Okay, Aufgabe abgeschlossen, Leon folgen, was sollen wir machen? Alter, die Ratten. Die beiden Steintafeln aktivieren, okay. Erstmal die Laterne aktivieren. Alter, die ganzen Ratten hier, ne? Okay, ich muss mich erstmal ein bisschen, erstmal muss ich mich hier reinfriemeln. Wo sind denn hier überhaupt Steintafeln? Sag mal. Sind das diese Dinger hier auf dem Boden? Zünden Sie die Laterne an, um Ratten? Was? Moment. Okay, ich glaube, dafür müssen wir da rein, ne? Kann das sein? Wir müssen doch wahrscheinlich diese Dinger da anzünden, da drin. Okay, Laterne einschalten, komm schon. Hui. Ach, die ist leer. Ah, okay, Moment. Da müssen wir die Laterne erstmal auffüllen. Moment. Ups. Und mir ist gerade eingefallen, ich Vollpfosten habe den Endscreen der letzten Folge gar nicht bequatscht. Das ist mir gerade eingefallen. Oh. Also falls ihr in der gestrigen Folge keinen Endscreen hattet, das lag nicht an euch oder an YouTube. Das lag tatsächlich an mir. Habe ich das einfach verpeilt? Nein, vielleicht habe ich es noch nachsynchronisiert, das kann sein. Also vielleicht ist das hier alles gerade gelogen gewesen, was ich erzählt habe. Dann habe ich das nachgeplappert. Ist gut möglich. Also nicht wundern, wenn das hier nicht stimmt, was ich euch gerade erzähle. So, sie betreten nun eine Untersuchungszone. Ja, was soll ich denn hier untersuchen? Hier ist doch nichts. Da oben ist noch was. Vielleicht klettern wir erstmal hoch. Verschaffen uns einen Überblick, oder? Oder was sollen wir tun? Oder folgen wir den Zeichen an der Wand? Was? Kommen wir da überhaupt hoch? Ach ne, kannst du da auch klettern? Nö. Das geht nicht. Das geht nicht. Hier ist auch wieder eine Steinplatte. Ach, interagieren. Ach, warte. Hey, wieso geht das nur, wenn ich in einem bestimmten Winkel bin? Jetzt. Okay, Tür Nummer 1 wäre geöffnet. Hier ist wahrscheinlich noch irgendwo eine. Aber hier ist nichts. Okay, eine weitere Steinplatte ist, wie gesagt, wahrscheinlich da oben irgendwo. Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Hier wahrscheinlich. Yo. Yo, man. Okay, wir füllen mal gerade noch schnell die Laterne wieder ein bisschen auf. Sieht man das dann irgendwo, wie leer die ist oder wie voll die doch ist? Oder irgendwas dergleichen? Sieht man das irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Da kommen welche. Stehen bleiben! Moment! Was war denn das? Nichts. Einfach nichts. Warte.
Berserkerklinge. Gerissene Bastard. Beim nächsten Mal. Bei Gott. Ihr braucht mal einen Augen. So, die holen sich den nämlich jetzt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Ach, fuck. Ach, Mörserbombe ist das scheiße. Bam. Genau so läuft's. Alter, die Mörserbombe. Die Perserbombe, weißt du? Nee, die Mörserbombe ist echt krass. Also die haut schon richtig derbe rein. Oh, eine Dreierkiste, hey. 30.000 Münzen, was los, ey? Check mal deine Possibility, ey. Nein, verdammt, daneben. Kacke, ey. Ah, geschafft. Aber sehr großzügig. Und wir haben 30.000, Alter, das ist so krass. Wir können uns so eine fette Montur kaufen, ne? Das ist so krass. Warum findet man hier so viel Geld? Hat das einen bestimmten Hintergrund? Ach ja, wir haben auch noch Sinkpunkte, genau. Sie müssten wir bei Gelegenheit auch mal nutzen. Und uns vielleicht mal wieder die Zähne putzen. Was? I. Ach, da geht's auch noch nach oben, Alter. Das erkennt man vom Boden meistens gar nicht. Weil das hier so mega steil nach oben geht, immer. So, was ist hier oben jetzt? Ist hier irgendwas? Ah, das ist die andere Steinplatte. Okay. Bam. Pretty nice. So, hier kommen wir wieder runter. Hui. Boah, ich liebe diesen DLC. Das macht so Spaß einfach. Ich find's so geil, dass es hier, ach, das ist automatisch, okay. Und das sieht mir nach einem Kanal oder sowas aus. Wir füllen unsere Laterne nochmal gerade auf. Und dann geht's auf nach oben. Ey, was wollte ich gerade sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ach ja, mich erinnern diese Missionen hier so sehr an die ganzen Assassinengräber. Die man aus den vorherigen Teilen kennt. Also Brotherhood und ich glaube Assassin's Creed 2. Also umgekehrt in dem Fall. Das macht so Laune. Ach, da, guck mal, da ist ein Ausgang. Tatsächlich. Yippie! Gut, das mit den Paraden haben wir jetzt nicht hingekriegt, aber ist auch egal. Boah! Einen Weg an die Oberfläche finden. Geschafft und wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Oh, hey. Pisser. Ich helfe euch, komm. Mit meiner Guillotinenflinte. Also theoretisch gesehen müsste dem der Kopf bis nach Pakistan wegfliegen. Boah, wie geil. Ist mir egal. Boah, diese Grafik, ne? Wunderschön. So, wer will auf die Fresse? Ach ja. Immer diese aufmüpfigen Pisser, ey, ganz ehrlich. Einfach nur armselig. So, wir betreten gleich das nächste Gebiet und wir müssen Leon mal wiederfinden. Wie oft wir den jetzt schon gesucht haben, ne? Wir sollen den suchen, wir sollen den finden, wir sollen ihm folgen. Da ist er doch. Und eine Kiste. Hallo, Leon. Gib mir das Manuskript. Weshalb? Es hat mit der Sache nichts zu tun, oder? Ich verlasse das Land. Dafür brauche ich es. Und unsere Zukunft? Ein Frankreich, wo sich alle umeinander kümmern? Werd endlich erwachsen. Vergiss Frankreich. Du bist allein. Was hat dich nur zu so einem Blödmann gemacht? Du kannst nichts tun. Du verstehst es einfach nicht. Du bist genau wie die. Sind wir nicht. Aber wir haben eine Menge Geld bekommen. Und die Guillotinenflinte.
Und genau das macht uns so besonders. Wir kassieren für unsere Jobs. Und für unsere Tätigkeiten, logischerweise. Und, Alter, dieser... Oh, das sieht so geil aus. Oh, was ist das da unten für ein Sign, Alter? Friedhofsaußenposten. Außenposten befreien. Hey, es gibt auch noch Nebenmissionen neu in diesem Spiel. Also in diesem DLC. Also der ist echt verdammt üppig. Finde ich gut. Hi. Na? Alles easy? Pisser. Au. Nichts da. Ich weiß gar nicht, mit was ich zuerst kämpfen soll. Mit dem Edenschwert oder mit dem Dingens? Mit der Guillotinenflinte, ist echt schwer. 10.000 Belohnung. Hi. Hey. Hey. Hey, Arno. Hi. Ich würde gerne den Außenposten befreien. Wo muss ich denn da hin? Hey, Arno. Ah, hier, okay. Den Außenposten befreien. 10.000 Livre. Ach komm, machen wir. Die Offiziere töten, um den Außenposten zu befreien. Okay. Machen wir. Alles Gute. Zum Geburtstag, das ist aber lieb von dir, Mädchen. Bedanke ich mich mal recht herzlich. Alles Gute zum Geburtstag. So, hier hoch einmal noch. Schwupps. So, jetzt müssen wir... Oh, eine Kiste. Jede Mene Miste, ich finger nicht. In der Kiste. Ich höre ein Baby schreien. Ach, ist bestimmt nur Einbildung. Ich habe auch was gehört. Mann, mein Versagen habe ich gehört. So. Ich hätte schwören können. 20.000. Es ist so übel. There is so much money for us. Oh, da sind zwei. Die sind da unten. Okay, die Frage ist, können wir... Das ist die Frage. Pass mal auf, Kollege. Wir gehen mal hier durchs Gebüsch. Geht das? Nein, das geht nicht. Okay. Hier auf dem Friedhof. Das heißt, wir müssen da jetzt hinrennen. Und diese Alarmglocke. Die Alarmglocke sabotieren. Was aber nicht so ganz einfach wird. Oh. Wieso sieht denn der uns? Fudig, wieso siehst du uns? Mich natürlich. Nein, da ringt ein Alarm. Nein. Hallo, Pisser. Zack. Oh, wie viele. Aber wir machen die alle kalt. Lass dich ausbluten! Stirb! Auch wenn ihr Alarm schlagt, ist es mir egal. Alle. Au. Alter. Es reicht. Hallo. Ey, das ist so unfair. Pam. Da kommen immer mehr. So, wir haben gleich keine Medizin mehr. Alter, die mit ihren scheiß Flinten immer, ne? Flint Eastwood. Kennt er wahrscheinlich noch den Witz. Ach, das kann doch nicht wahr sein. So. Einer noch. Der Pisser, der vorhin Alarm geschlagen hat. Unfassbar. Lass die Dame in Ruhe. Bam. Halte die Deckung oben.
Sehr schön. Erstmal die Alarmglocke sabotieren. So. Okay. Und dann hole ich mir die Kiste. Die habe ich mir jetzt verdient. Er lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Okay, wir plündern mal ein bisschen. Wir brauchen wieder Medizin. Es sieht nämlich nicht mehr so gut aus. Weil unsere Vorräte an jeder mal. Aber einen Offizier haben wir schon mal. Super. Ja, geil. Feier ich. So. Okay. Die nächste Alarmglocke befindet sich dort. Der sieht uns natürlich gleich, weil er es kann. Okay, der hat eine Knarre. Mit dem ist nicht zu spaßen. Ich würde den unheimlich gerne zu mir locken. Aber ich befürchte, der wird nicht kommen. Wahrscheinlich, weil er weiß, warum. Weil er eh den Kürzeren zieht. Genau das ist der Grund. Wir kommen jetzt hier aber auch nicht weg, ne? Das ist ein bisschen das Problem gerade. Na komm doch endlich her, Junge. Der bewegt sich aber auch kein Stück, ne? Okay, dann gehen wir erst unten lang. Hier waren auch noch ein paar Herrschaften, ne? Naja, von hier kommen wir auch an ihn ran. Und da oben ist auch noch einer. Okay. Ah, da oben ist er ja. Unser Herr. Naja, okay, da ist er. Ich muss doch gerade nochmal checken, wo der ist. Da ist er. Die Frage ist, wie kriegen wir denn jetzt down? Wie sieht's denn hiermit aus? Können wir die da hochwerfen? Nee. Das hat jetzt nicht so wirklich geklappt. Scheiße. Interagieren? Was ist das? Ach so. Nur so ein komischer Eintrag, alles klar. Nein. Ma, was für ein Pisser, der geht da nicht weg. Das heißt, ich muss jetzt komplett außen rumlaufen, oder was? Wie sieht's mit den zwei hier aus? Ach, die lassen wir. Okay, hier oben ist nichts und niemand. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen von hinten anschleichen. Da ist er. Hi. Okay, eine Kirschbombe. Ich weiß jetzt. Na komm. Was war da los, verdammt? Der dreht sich. Besser meine verfluchten Augen offen. Dreht sich aber auch nicht um, der Bastard, ne? Okay. Dann halt so. Scheiße. Was war das? Fuck. Das habe ich voll verpeilt. Dass die ja da oben sind. Und nu? Ich weiß es. Einfach hochklettern, komm. Verdammter Gemäßigter! Au. Du greifst auch mal von hinten an, ne? Das war deine Mutti. Nein. Mal, es reicht jetzt. Naja. Okay, das ist meine letzte Medizin. Nein. Hallo. Super. Nein. Boah, du bist so ein Bastard, so ein Elender. Eine richtig stinkende Missgeburt, ganz ehrlich.
wir nicht hoch? Das war's. Ende. Tot. Ja. Weißt du, ganz ehrlich, nee. Weißt du, ich kann nicht blocken oder sowas, weil ich da an dieser komischen Treppe rumbagge. Aber Hauptsache, die stehen da mit ihren Pistolen und schießen mich reinweise ab, weißt du. Es war aber auch dumm gemacht am Anfang. Ich hätte da viel, viel durchdachter und viel, viel besser durchgehen müssen. Vor allem, dass ich halt verpeilt habe, dass der Pisser da oben steht. Mann, das ärgert mich jetzt. Naja, gut, kann man nichts machen. Ich würde einfach mal behaupten... Ach so, es gibt einen Checkpoint. Okay, warte, nee, dann ist okay. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir holen uns einfach den letzten Drecksoffizier. Naja, geh mir nicht auf den Zwirn mit deinem scheiß Sperrgebiet da. Ich bin nur kurz über die Ecke gelaufen. Rasten die schon voll... Vollkommen aus. Ist der Offizier hier dabei zufällig? Hallo? Nein? Hi. Da unten ist er. Den holen wir uns. Naja, schießt du ruhig mal. Schießt ihr mal. Könnt mich mal. Da vorne ist er. Hä? Bin ich jetzt gerade ernsthaft an einem Stein hängen geblieben? Zack. Und weg. Hahaha. Habt ihr jetzt nicht mitgerechnet, ne? Ihr Opfer. Du solltest eigentlich da rein. Na also. Ob das hier so gut ist? Na, wir werden es erfahren. In der nächsten Folge. Nein, Quatsch. Das war nur Spaß. Wen schießen die denn? Bin doch gar nicht mehr da. Tuscht euch hier ob. Was? Hä, wie haben die das denn gewusst? Willst du mich verarschen? Wie haben die das denn erfahren gerade? Was war das denn für ein Schwachsinn, bitte? Na, scheiß drauf, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Wir haben den Friedhofsaußenposten erfolgreich zurückerobert. Puh. Was für Pisser, ey, ganz ehrlich. Wie haben die das denn gerade gewusst, dass wir da sind? Da versteckst du dich schon extra in solchen Scheißdingern und dann klappt es trotzdem nicht. Naja. Kannst nix machen, ne? Kannst nix machen. So, haben wir noch eine letzte Kiste aufgemacht in dieser Folge. Und dann würde ich aber mal schräg behaupten, wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity Dead Kings, wie immer morgen, pünktlich um 15 Uhr auf diesem Channel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, haut rein. Ja, aus vollkommen skandalösen Gründen habe ich es gestern vergessen, den Endscreen zu bequatschen. Das habe ich dann nachträglich wahrscheinlich noch gemacht, wenn nicht, dann habe ich es wahrscheinlich vergessen und ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum gestern nichts zu sprechen gab. Ja, hier im Endscreen, hier gibt es jetzt heute was zu besprechen. Wir haben eine weitere Mission abgeschlossen in dieser Folge und haben noch den Friedhofsaußenposten zurückerobert. Ich finde es echt krass, wie viel Content Dead Kings bietet und das auch noch kostenlos. Hey, da bin ich doch immer mit dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, haut rein. Cheers.